Hallo Leute, willkommen bei Dragon's Blade. Ja, Windows 10 ist vor kurzem erst rausgekommen und ich wollte euch zeigen, was es so für Games darauf gibt. Und ich würde mal sagen, dass dieses hier eines der besten ist. Ich hatte das Spiel schon auf dem Windows Phone damals gehabt, auf meinem Lumia, aber ich glaube, das war etwas anders damals, weil das Spiel ist relativ anders. Naja, okay. Starten wir mal erstmal das Spiel. Ich nehme meistens immer diese Charaktere, die hier schon angezeigt werden. Oder ich wechsle zu dem hier. Ja. Die Namen mache ich ja nicht. Das müsstet ihr einfach... Ich möchte ja das Spiel einfach nur zeigen, wie das so ist. So, hier könnte ich noch die Lautstärke anschalten, aber bei Windows Phone ist das Aufnehmen, also Bildschirm und so, etwas wirklich schwierig. Fraps und so, die ganzen Programme funktionieren hier nicht. Windows hat sein eigenes Aufnahmeprogramm. Leider funktioniert Mikrofon nicht. Das Spiel wird zwar aufgenommen, aber Mikrofon wird dann nicht aufgenommen. Deswegen nehme ich jetzt mit einem anderen Programm auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt rede, dass da irgendwie abgedämpft wird, das Ganze. Aber ich mache mal kurz den Sound an. Sehen könnt, die Kisten können Schaden machen. Machen wir wieder leise. Ich weiß ja nicht, ob man das, ob man mich dann hört oder nicht. So, und wer jetzt eher mit der Maus lenken möchte, der kann das auch tun. Das funktioniert problemlos. Wie auf seinem Browserspiel, einfach mit der Maus hin und her klicken. Alles ohne Probleme. Schlüssel wird benutzt. Und nach jedem beliebigen Start, wenn ihr einen Charakter erstellt, zum Beispiel Zauberer, falls ihr den haben wollt, und ihr guckt euch die Attacke an. Falls sie euch gefällt, könnt ihr sie behalten. Wenn die Attacke euch nicht gefällt, erstellt ihr euch einfach oder beziehungsweise startet das Spiel einfach neu. Und guckt, bis ihr eine andere Attacke kriegt, weil das ist, wie es aussieht, random. Zufallsprinzip hier. Ich weiß nicht einmal mit dem Programm, ob ich jetzt hier aufnehme oder nicht, weil hier wird nichts angezeigt. Sehr seltsam hier, aber ich hoffe mal, dass es jetzt aufnimmt. Muss ich mal gucken, ob man das irgendwie anschalten kann. Immer so ein Problem, ein Aufnahmeprogramm zu finden, das auch mit dem jeweiligen Spiel funktioniert. Fraps zum Beispiel, das wird sehr oft, startet nicht, das akzeptiert nicht, das reagiert nicht einmal auf bestimmte Fenster bei manchen Games. Das weiß nicht einmal, dass das Spiel schon bereits läuft. Das ist extrem nervig und da haben wir sogar schon Glück gehabt am Anfang. Hätte ich den Spielstand jetzt behalten können. 4 bis 6, das trifft alle Gegner. Das Spiel ist auch etwas anders als das auf Windows Phone damals. Damals konnte man Gegenstände einsammeln und sie in der Stadt bei einem NPC einfach eintauschen für Erfahrungspunkte und so weiter. Jetzt geht das leider nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es ein komplett anderes Game ist. Der Startpunkt ist hier anders, die Gegner am Anfang sind anders. Ich weiß nicht. Dragon's Blade 1 und Dragon's Blade 2 vielleicht, würde ich mal sagen. Und das hier ist auf dem Windows jetzt 10, ist das Heroes of Larkwood, heißt das. Ich habe das mir gekauft, also nicht die Testversion, sonst... Aber wo? Gekauft. In der gekauften Version kann man natürlich online spielen.
Ich mich gerade eingeloggt. So, gehen wir mal in die Stadt. Da sieht man schon einen anderen Spieler. Da schreiben Leute, das ist relativ nice gemacht. Und das Spiel ist, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt oder mein Level hier auf jeden Fall länger als in einem anderen Teil. Oder es kommt mir nur so vor, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall auch schwerer als der andere Teil gewesen, weil, wie gesagt, man kriegt hier keine Gegenstände, keine Erfahrung, kein gar nichts. Hier gibt es nicht einmal NPCs, die man ansprechen kann, um Gegenstände einzutauschen und so weiter. Und ein kleiner Tipp für alle Neulinge, falls ihr das Spiel jetzt haben wollt oder kaufen wollt, das kostet ungefähr 2 Euro. Und wenn ihr hier am Anfang in jedem Buch, im Buchregal, wie gesagt Bücherregal, oder ja, diese Kisten habt ihr schon bemerkt, dass man die öffnen kann, da dieses Regal, Moment, ich zeige mal kurz, in manchen Regalen liegt da sogar noch was drin, wie hier. Stück Holz, die braucht man nachher, um seine Sachen zu veredeln. Jetzt kommt's, jetzt hat er, okay. Seht ihr, in diesen Regalen gibt's immer wieder was. Also nicht vergessen, erst noch etwas Kleines, falls ihr am Anfang oder etwas später jetzt einen Charakter haben wollt oder irgendwas falsch gemacht habt. Hier kann man auch neue Charaktere erstellen oder sagen wir mal, ihr habt jetzt einen Charakter erstellt mit den falschen Namen. Man kann natürlich viermal den gleichen Charakter erstellen, das ist kein Problem. Ihr habt mit dem falschen Namen erstellt, der aber ein hohes Level ist, dann kann man, naja, man muss es natürlich leider von vorne anfangen, weil ich sehe hier keine Möglichkeit, den Charakter umzubenennen. Man muss ihn leider löschen, um einen neuen zu erstellen mit dem richtigen Namen, ne? Okay. Zeige ich nochmal kurz meinen Spielstart. Bin ich schon etwas weiter, nicht besonders viel weiter. Ich habe das erst angefangen vor kurzem. Wie gesagt, man levelt hier sehr langsam. Man braucht wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und in diesem Teil gibt es auch leider fast gar keine versteckten Geheimgänge. Jedenfalls nicht, dass ich bis jetzt irgendwelche gefunden hätte. Ich habe vielleicht 3 oder maximal 4 Stück gefunden. Das ist auch alles. Den Grasbüschel überall drauf getreten und auch im Internet nachgeguckt. In diesem Teil gibt es wirklich sehr viele Sachen, weniger als im anderen. Das ist jetzt mein jetziges Team. Und Autokampf ist natürlich extrem verbuggt. Wenn man einfach auf Autokampf klickt, dann benutzt meistens der Zauberer, also die Charaktere, die dunkle Magie benutzen, die benutzen ihre Attacken einfach nicht. Selbst wenn man das selbst einstellt und selbst benutzt und dann auf Autokampf macht, benutzen sie trotzdem nicht. Das ist wirklich extrem nervig. Manchmal benutzen die es, manchmal nicht. Das ist so. Da, jetzt Attack, dann macht er wieder normalen Angriff. Also wie gesagt, das Spiel verbraucht wirklich sehr, sehr viel Zeit, macht auch wirklich sehr viel Spaß. Gilde ist auf jeden Fall auch schon da und ja, wer das spielen möchte, das Spiel heißt Dragon's Blade, werdet ihr ja auch beim Titel von dem Video sehen können. So, kurz speichern. Und noch ein kleiner Tipp, denn ich weiß jetzt, wie man jetzt Geld bekommt für Windows. Ihr geht einfach Amazon und gebt ein Windows-Guthaben. Und dann findet ihr diese Karten von 5 Euro bis, ich glaube, bis 100 Euro geht es. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber so könnt ihr halt eure Spiele kaufen, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt nochmal die Aufnahme hier beende. Hier, stopp. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ein Like gibt, eventuell noch ein Abo. Schönen Tag noch. Ciao.